Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Und all jene, welche es doch werden wollen. Ich habe das mal so gemacht, ich habe hier ein Bildschirm hingestellt, dass man das Schachprogramm im Bild sieht, hier gegen Chess Genius. Der muss hier nochmal auf dem Karton draufstellen vom Phantom Force, damit das hier im Bild zu sehen ist. Auf einem kleinen Bildschirm sehe ich das jetzt nicht so genau. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier. Achtung, Achtung, hallo, hallo. Weiß nicht, inwieweit das jetzt zu sehen ist. Wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Camcorder-Bildschirm. Ich gebe mal dem Chess-System-Teil einfach mal weiß, wenn man auf die Schnelle herausfinden kann, wie man ihn ziehen lässt. Start New Game, View, Setup, Control. So, Book. Da steht nur New Game. Beginners. Also Beginners kann es ja nicht sein. Start New Game, Normal Game, Blitz Game. Halt einfach Enter drücken oder sowas in der Art. Das sind nur die verschiedenen Ansichten hier. So, was ist denn hier? Move? Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt nicht weiß hier, wie lasse ich das Gerät ziehen. Das ist natürlich schon ein bisschen dumm. Ach, Style gibt's auch. Vielleicht bei Control? M, Alt M. Warum immer Alt? Tut sich aber nichts, Alt M. Was soll ich sagen? Er hat sich spontan dazu entschlossen, schwarz zu haben. Dann kriegt ihr eine Genius weiß. Was blöd ist, ich muss für alles hier ins Menü reingehen, auch wenn er ziehen soll. Ich muss für alles ins Menü. Das ist schon ein bisschen lästig, muss ich ehrlich sagen. Beginn, Ende, zack. New Game, oh komm mal, wieso hat der die Partie noch drin? Menü. Dass ich alles übers Menü machen muss, neue Partie im Menü anwählen. Und wie beginne ich jetzt denn, wie lasse ich ihn jetzt ziehen? Neue Partie, Positionsaufbau, Speichern, Laden, Tipp, jetzt ziehen. Dong. Selbst das muss ich im Menü anwählen. Selbst wenn er ziehen soll. E5. Springer F3. Dass sie alle so auf Spanisch schwören. Ich lasse den Chess Challenger gerade Fairpartien spielen. Die erste hatte gewonnen, jetzt spielt er mit Schwarz gegen Grandmaster. Irgendwas ist das, den der Steffen spielen lässt. Das ist auch, das ist ohne A6. Da hat sofort Springer F6 gezogen. E1. So, bevor ich irgendwas dazu erzählen kann, muss erstmal die Theorie abgeleiert werden hier. C3. Also wenn das irgendwas mit Chess-System, ist das schon das Marshall Gambit? Da müsste ich, eigentlich müsste er das doch schreiben, wenn das Buch ist hier. Mal ein bisschen auf Info, auf was anderes gehen. Das schreibt er gar nicht. F6, D5, da schreibt er es ja bei seinem Zug dabei. Nee, auch nicht. Er schreibt sie auch nicht. Das müsste Marshall Gambit sein. Oder Marshall Angriff oder was? Was heißt das? Springer E5 schlägt. Dann Turm E5 schlägt, greift erstmal den Springer an, also Läufer D6 geht ja dann nicht. C3.
C6. Man, irgendwo schreibt er doch, was das für Theorie ist hier. Ich überlege nämlich, ob das Marshall Angriff oder Marshall Gambit heißt. Dame H4, droht schon hier. Dramatische Dinge. Das ist alles schon dödel. Ich glaube, die spielen das heutzutage gar nicht mehr. Die Top-Großmeister Nakamura und wie sie alle heißen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, außer Schach zu spielen. So, Dame D3. Ja, dann geht Dame F1 auf Läufer F3. Dame F1 ist droht zu viel Gefahr im Verzug. Ah, come on! Was war das denn? Musst du nicht das halbe Brett abräumen, weil ich einen Zug nicht ausführen kann? Leicht behindert? Jesus. Was hasse ich immer, wenn die Figuren so umknicken, weil ich zu doof bin. Jesus. Early Middle Game. Das liegt natürlich auch daran, dass das ist, sagen wir mal so, normalerweise steht so ein Schachcomputer auch nicht so leicht erhöht und dann, dass ich da so komisch hingreifen muss. Das ist ja auch nicht der Normalzustand. Ja, das Chess-System Thalia Griff, damals auf dem WM-Titel, hat ihn aber nie gewonnen. Thorsten Zupp hat ihn bedient. Bei der WM, das Chess-System Thal. Ja, das ist so durchgelutscht hier. Da sollte man, was will man überhaupt ziehen hier? Was soll der Witz des Angriffs sein? Moves its own pieces hier vom Phantom Force Chess. Ich habe den Sekunde, ich muss meine Gedanken erstmal sortieren. H3, H5. KF3. Ist das noch Theorie? Ich meine, der hat ihn sehr schnell gezogen. Könnte sein, dass das auch eine Theorie ist. Spanische Partie, Marshall-Angriff. Buch. Ist doch Theorie. Diesen Rebel Porterus. Ich habe den wieder ausgebaut. Ich schicke den jetzt wieder zurück. Es war nett, das mal zu sehen. Aber es ist einfach nur... Er spielt ja nicht in der Megahertz-Version jetzt nicht bahnbrechend besser wie die anderen Module. Also MM4, MM5, Super Expert C und so. Achtung! Scheint immer noch Theorie zu sein, immer noch Buch. Dame F2. Ist ernsthaft? Und warum hat er jetzt nicht die Figur verloren? Gut, der Turm ist auch angegriffen, okay. Springer D5 zum Beispiel. Plus 0,94. Ach, der hängt ja auch hier auf G4. Ah, dumm, Nippo. Das ist immer noch Buch. Ja, doch, jetzt ist es eine Bewertung, jetzt ist es kein Buch mehr. Es war interessant, das zu sehen. Das werde ich jetzt demnächst wieder zurückschicken. Ich habe ja so eine Adresse per DHL. Dann werde ich vielleicht morgen zum DHL-Shop gehen. Heute habe ich ja keine große Lust mehr zu. Es war nett, sagen wir es mal so. Es ist auch zu abgespeckt. Es ist rein geschichtlich gesehen, ist es eine interessante Sache, wie das da so ausgesehen hat. Das Programm mal in Aktion zu sehen. Aber ansonsten, die Bedienzeit kann man einstellen und selektiv einstellen. Und dann Brett drehen und das war's. Ich wollte doch nachher noch Blitzen 7. Das glaube ich aber nicht. Das Blitzen 7, dass man da die Zeiten einstellen kann. Ich könnte vielleicht doch mal nachgucken. Ja, ich glaube es aber nicht. Aber das hätte ML5 ja auch nicht. Wenn der ML5-Prototyp die Möglichkeit gehabt hätte, mit Level 7 die Countdown-Zeiten stufenlos einzustellen, dann hätte, warum hätte es dann eine ML5 nicht gehabt? Das ist also ein bisschen so die Sache. Der sollte ja hauptsächlich nur Turnierstufe haben.
Tommy 1E6. Achtung, Nepo. Ich habe nur gar nicht die Geschwindigkeit. Ich glaube. Muss ich da mal nachgucken, wenn er gezogen hat hier. Der schreibt das ja. Oder er ist gerade dran, also ich hätte vielleicht nicht unbedingt machen. Chess-System Tal ist dran, okay. Kann ich das mal riskieren, ab kurz einen Blick drauf zu werfen? About und dann hier auf Performance. 58% auf Pentium 200. Das heißt, 58 mal 2, 120 minus 4, so ungefähr so 116. 116 MHz, er hat 120 hier. Das müsste dann eigentlich passen. Status Middle Game. Also er schreibt nicht den Namen der Eröffnung, das Chess-System-Teil. Obwohl, das seht ihr ja da. Das ist schön, dass man am Laptop einen zweiten Bildschirm anschließen kann. F7, das hat ganz schön lange gedauert hier. Was wollte er denn machen? Die Figur anstellen? Damit ihr beides seht. Das ist der Sinn der Sache, dass ihr das Schachprogramm seht und auch den Schachcomputer. Ich finde den ganz hübsch, muss ich ehrlich sagen. Das ist eben... Ja, man kann solche Dinge nicht mit heutigen Maßstäben mehr messen. Das ist, als wenn einer vom 3DO... ein Video macht, ein Vorstellungsvideo, was weiß ich, vom 3DO, und dann würden die heute in die Tasten tippen, wie scheiße das Gerät ist. Das kannst du mit heutigen Maßstäben nicht mehr messen. Das ist hier ein, das hat Nostalgiefaktor hier, dieses Gerät, dass man dann gefühlt den Genius 68030, das WM-Gerät von damals hat, um quasi einen Chess-Genius zu haben, Schachcomputer. Das ist doch der Sinn der Sache. Und nicht, dass man das jetzt heute mit PC-Programmen misst. Das kannst du nicht machen. Der Laptop hier, wenn ich auf dem Laptop Fritz laufen lassen würde, da wird der noch zersägen. Und der Laptop ist schon recht betagt. Ein Dual-Core. Aber so ein Dual-Core mit 2,4 GHz oder was der hat. Und dann hier Fritz 6 oder was weiß ich. Der schiebt den doch nach allen Regeln der Kunst zusammen hier, ohne irgendeine Chance. Deswegen kann man das hier mit solchen Maßstäben gar nicht mehr messen, diesen Schachcomputer. Das ist einfach ein hübscher Schachcomputer für Freunde des Retro-Schachs. Ach, da hat einer mal geschrieben mit, ich weiß noch nicht mehr über den Namen, den das Programm hatte. Da hat er 5, 6, 7 Mal in den Kommentaren ein Schachprogramm erwähnt, ohne zu erwähnen, was das Schachprogramm überhaupt ist. Ich bin jetzt nicht der fantastische PC-Schachprogramme-Experte. Wie heißt der denn nochmal? Ach man, wieso habe ich so ein schlechtes Namensgedächtnis? Wahrscheinlich, weil ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Was hast du gemacht, Alter? Ja, was gemacht? Ja, doch auch nicht. Ist er noch dran? Warum hat der jetzt einen Piepstum von sich gegeben? Man weiß es nicht. Hast du jetzt was gemacht? G4E2. Geh mal auf. Was ist der denn? Hier, Jörg Rehse. Ich habe überhaupt kein Namensgedächtnis. Läufer E6 schlägt Schach. Der Jörg hat geschrieben, was er für PC-Programme hat. Das sind ja hier, geht ja in die Tausende, geht das ja schon. Die kannst du doch alle gar nicht kennen. Ich habe mich eben auf Computerschachkunst, ja hier mache ich es halt, ich mache auch Ausnahmen, dann gegen PC-Programme spielen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich davon hier die ganze Festplatte voll habe. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann schickt mir die DGTP. Mit den Chess Engines gleich drauf installiert, dann mache ich sowas, dann lasse ich die mitspielen. Das wäre ein Weg, sowas zu machen. Dass du dann diese ganzen Chess Engines auf der DGTP installiert habt, da kann ich die spielen lassen. Wenn ihr sowas sehen wollt.
Was gibt's denn außer König H8, bitte? Also König H8 gehe ich mal von aus, weil der Turm, da ist ja sogar Dame matt, also der gute Läufer kann dazwischen. Also dann ist hier Turm F7 wäre ja Dame E8 Schach, Läufer F8, Dame F7 Schach, König H8, Dame G8 matt. Deswegen geht das ja nur König H8. Vor allem, was du so lange überlegt hier dran. Die Dame kann den Läufer ja gar nicht nehmen auf D6. Weil dann ist auf G2 das matt. So das Problem. Das gibt noch diesen Queme, gibt's noch. Der hat aber weniger Engines, das ist das Problem. Da kann man einstellen, 386er PC, 486er PC, Pentium PC. Da steht aber Pentium Slow und ich weiß nicht, was Pentium Slow sein soll. Ist das ein Pentium 66 oder 60 MHz? Ist das Pentium Slow? Ich weiß es nicht. Und Pentium 90 MHz wäre normaler Pentium. Bei der DOSBox kann ich anhand des Chess-System-Teils das ungefähr sehen. Ich meine, das Chess-System-Teil gibt es aber nicht für die Queme. Das ist halt das Problem an der Sache. Ich meine, ich habe auch schon mal versucht, diese Chess-Engines dann bei... Obwohl, die laufen gar nicht alle auf Queme. Läufer H3 deckt sich das matt ab. Ja, droht er auch auf... Ach, auf F1 droht das doch gar nichts. Jesus. Ja, Turm F2 war gut. Auf das Darmstadt kann der Läufer dazwischen. Turm F2 ja, droht ja immerhin auf H2 zu nehmen. Den Springer kann man nicht nehmen, weil dann der Läufer jetzt wirklich hängt. Das heißt, in Anführungszeichen hängt. Man kriegt dort den Springer. Läufer E7. Ich finde ihn hübsch, den Schachcomputer. Diesen Genius Pro. Deswegen habe ich mir den geholt. Ich wollte einfach mal das Gefühl haben, einen aktuellen Schachcomputer gekauft zu haben. Das Programm und so scheint ja nicht aktuell, ist ja nicht aktuell, aber es ist halt ein Computer von 2024, ein Schachcomputer. Ist halt für Fans. Soll man da großartig zu sagen. Die einen finden die Sache ganz toll, was auch immer es ist, und die anderen, die wenden sich angewidert ab. Wie gesagt, wenn ihr die Schachprogramme sehen wollt, dann schickt mir die DGTP als Kanalspende mit den Engines drauf. Die dann alle so sind. Bin jetzt auch nicht Millionär, dass ich mir alles selbst kaufen kann. Das bringt's ja nicht. Dame E4. Oder wenn jemand einen alten Retro-PC hat mit Schachprogrammen drauf. Ein Schachprogramm, so ein 486er PC oder sowas als Kanalspender, dann würde ich den spielen lassen mit dem Originalschachprogramm. Obwohl das, ich habe ja alles als DOSBox hier, das wird ja auch wieder keinen Sinn ergeben. Also die DGTP mit den Chess Engines würde dann schon mehr Sinn ergeben. Dann nehme ich das Smartboard und schließe das die DGTP an. Was hat er gezogen? Dame D2. Ja, da muss er schon den Läufer nehmen, sonst ist das bisschen materiell ein bisschen nicht so gut. Da mal Pentium 3 würde schon reichen. Der Pentium 3 mit Fritz 3, der würde den auch schon zersägen. Also das ist ja nicht die Intention dieses Schachcomputers. Dass ein Schachcomputer rausgekommen ist mit dem Genius Pro hier, der jetzt gegen die PC-Programme anstinkt. Und selbst der Pentium 3, den ich hier habe, der 800 MHz selbst, der ist schon recht betagt. Ich wette einfach, wenn ich den nehmen würde und würde hier... Wisst ihr nicht mal, welche Programme darauf laufen? Meinetwegen Fritz 5, wenn es dir geht. Dann hat er auch schon keine Chance hier. König A1. Wenn der Läufer nicht ständig wird das matt drohen. Wenn der Läufer meinetwegen auf D7 stehen würde. Dame Schach, Turm schlägt einen Turm auf ans Matt. 2,24 plus.
So, König G1. Das sieht mir ja danach aus, als würde ich da Remis forcieren wollen hier. Also mit 2,25 plus auf Remis machen. 2,24 plus. Der jodelt erstmal alle Züge durch hier, bis er mal seinen Zug gefunden hat. H6, A5. Okay. H6. Das zeigt aber nicht irgendwie, was er jetzt als konkret berechnet. Das sind alles die Züge, die er anzeigt, sind alles die Züge, die er aktuell berechnet. Aber irgendwie den besten Zug der Variante zeigt davon jetzt auch nicht an. Das ist einfach nur so Bruce Force-mäßig, was er alles so durchjodelt. Springer G4, Springer D1. Das ist aber alles kein Wert, was hier anzeigt. Also ich sehe jetzt nicht den aktuell besten Zug, den er als Favoriten ansieht. Ich finde, es ein hübsches Gerät, hat Farbdisplay. Ja, aber es ist ein bisschen... Ja, vielleicht würde ich mir die Anleitung dafür genauer durchlesen. Das kann es ja nicht sein, das New Game, dass ich dann ins Menü muss und dann bis auf den Punkt New Game gehen muss und dann irgendwann ein New Game machen kann. Bei dem anderen Genius Pro, den ich hier stehen habe, gibt es eine Taste dafür, dann für ein New Game. Und für Move gibt es auch eine Taste. Sollte jetzt vielleicht ein bisschen mehr an den... Ich meine, der Genius exklusiv hat auch mehr Tasten. Weiß ich jetzt gar nicht so auf Anhieb. Also dafür, dass der hier das vierte Plus anzeigt, macht er aber dann trotzdem Remis. Ach schon, Remis. Vielleicht kann den Zug gar nicht mehr machen, König F1. Remis durch Zugwiederholung. Aber plus 2,24. Best 0,00. Der Remigo, der Chess Genius Pro gegen 120 MHz Pentium. So, ihr könnt mal schreiben, was ihr von dieser Kameraeinstellung haltet. Ist natürlich dann schlecht zu machen, wenn ich jetzt hier ein größeres Brett nehme gegen diese DOS-Boxen. Das ist dann nicht so gut zu machen. So läuft zumindest auch wieder der Bildschirm hier, dass der nicht irgendwie mal ausweise nicht mehr funktioniert. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das habe ich dem Gerät aber unrecht getan. Wenn ich auf den Startbutton drücke, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann ist ja neue Partie. Und dann mache ich einfach Auswahl, neue Partie und dann ist es das auch schon. Also dann ist doch dieser Play-Button ist das für neue Partie. Ich habe nur richtig nachgeguckt. Einfach den Play-Button drücken und dann kann man die neue Partie machen. Also man muss nicht ins Menü.